I would like to give the floor to Vielen Dank. Dann möchte ich Herrn Martin nun das Wort geben für 1,5 Minuten. Herr Kommissar Oettinger, das ist schon tragisch. Dort, wo die EU die Finger rauslassen sollte, wird reguliert bei der elektrischen Leitfähigkeit des Honigs, bei normalen Leitern, 10 Seiten Definitionen, was eine Pizza Napolitana ist. Aber dort, wo so viele Bürgerinnen und Bürger sich klare Regeln erwarten, kuschen sie. Stichwort Fracking. Als Bodenseeeinrainer ist es tragisch wahrzunehmen, wie sehr auch in diesem Fall die EU-Kommission wieder dem Lobbying-Druck nachgegeben hat, bestimmten britischen Interessen nachgegeben hat und sie eben nicht durchringen kann, klare Vorgaben zu machen, dass, wenn es dazu kommt, welche Umweltverträglichkeitsprüfungen notwendig wären. So untergräbt man nicht nur Vertrauen in die Politik, sondern möglicherweise auch ihre schönen Urlaubszeiten dort, wo es dann keinen Schnee mehr hat. Ich wünsche mir sehr von Ihnen, vom Bregenzer hinüber nach Baden-Württemberg, dass Sie sich noch einmal intensiv mit dem Thema Fracking auseinandersetzen und dass Sie das tun, was andere Kommissare schon gemacht haben, nämlich wirklich offenlegen, wer in diesem Bereich welche Lobbyingarbeit betrieben hat und betreibt, mit wem man sich da trifft, worüber man da spricht. Das würde nämlich zur Aufklärung der Bürger beitragen, um besser zu verstehen, warum es dort keine Regeln gibt, wo man sie brauchen würde, und dort Regeln gibt, wo man sie nicht braucht. Vielen Dank. Und next speaker ist Mr. Sieber. Herr Sieber. Ja, danke, Herr Präsident. Ich möchte damit beginnen, mich bei unserer Berichterstatterin, Frau Delvaux, zu bedanken, weil ich glaube, sie hat eine ausgezeichnete Arbeit geleistet. Und das, was wir zusammen mit ITRE und ENVI abgestimmt haben, glaube ich, sollte wirklich die Basis sein für unsere zukünftige